Und es kommen jetzt die weiteren Beschlussempfehlungen. Berichterstattungen verzichten wir. Ich rufe auf Punkt 81, Beschlussempfehlung, Bericht Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, 2019/02 zu 2028/16. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die AfD und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die SPD und die FDP. Dann so beschlossen. 82, Beschlussempfehlung, Bericht Kulturpolitischer Ausschuss, Antrag der LINKEN 2029/10 zu 2027/85. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD. Wer ist dagegen? Die SPD und DIE LINKE. Und wer enthält sich? Die FDP. Diesem Ergebnis dann so beschlossen. 83, Beschlussempfehlung, Bericht Kulturpolitischer Ausschuss, Dringlicher Entschließungsantrag SPD 2029/11 zu 2028/24. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die AfD. Wer ist dagegen? Die SPD, die FDP und DIE LINKE. Damit mit diesem Ergebnis beschlossen. 84, Beschlussempfehlung, Bericht Kulturpolitischer Ausschuss, Dringlicher Antrag der FDP 2029/13 zu 2028/44. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, die FDP, DIE LINKE und die AfD. Dann so beschlossen. 85, Beschlussempfehlung, Bericht Innenausschuss 2029/14 zu 2027/92. Kollege Rudolph, bitte. Drückt drauf. Ja, aber wie? Jetzt leuchtet es. Herr Präsident, wir bitten, die Ziffer Nummer 5 getrennt abzustimmen. Sie enthält ein Lob für die Landesregierung. Das geht ja gar nicht. Also, dann stimmen wir getrennt ab. Was? Noch was? Auf, komm. Herr Präsident, wir bitten ebenfalls um getrennte Abstimmung der Ziffern 1 bis 4, 5 und getrennt davon noch einmal 6. Ja, ja. Das hat. Warum geht das? So, also ich stelle jetzt mal fest, langsam werden wir intellektuell überfordert hier oben. 1 bis 4 machen wir getrennt, 5 getrennt und 6 getrennt. Wer ist für 1 bis 4? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD. Wer ist dagegen? Keine. Enthalten? AfD und die Fraktion DIE LINKE und die FDP. Ja, ja, ich sehe euch schon. Nur keine Angst, nur keine Angst. Nein, nein, ihr seid mir besonders lieb. Dann ist die 5. Wer ist für 5? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Der Rest des Hauses. Dann auf 5 so beschlossen. Und jetzt kommen wir zum Punkt 6. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, DIE LINKE. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? FDP und AfD. Dann mit diesem Verhältnis beschlossen. So, gab nur bis 6, gell? Weiter geht's nicht. Gut. Dann haben wir 86, Beschlussempfehlung, Bericht Innenausschuss 2029/15 zu 2028/46. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen? SPD, LINKE, FDP. Wer enthält sich? AfD. Diesem Verhältnis. Ergebnis beschlossen. 87, Beschlussempfehlung, Bericht Sozialpolitischer Ausschuss, Antrag DIE LINKE 2029/33 zu 2027/87. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, die AfD, DIE LINKE. Wer enthält sich? Die FDP. Dann mit diesem Ergebnis beschlossen. 88, Beschlussempfehlung, Bericht Sozialpolitischer Ausschuss, Antrag der Fraktion der Antrag der Fraktion der SPD 2029/34 zu 2027/93. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, LINKE, AfD. Wer enthält sich? Die FDP. So beschlossen. 89, Beschlussempfehlung, Bericht Sozialpolitischer Ausschuss, Dringlicher Antrag der LINKEN 2029/35 zu 2028/45. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen?
Die Linke, wer enthält sich? SPD, FDP, AfD. So beschlossen 90. Beschlussempfehlung und Bericht. Sozialpolitischer Ausschuss, Dringlicher Antrag FDP 2029/36 zu 2028/50. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die SPD und die FDP. Wer enthält sich? Die AfD. Dann mit diesem Verhältnis beschlossen. Dann 99, Schlussempfehlung Bericht, Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, Antrag der AfD 2030/19 zu 2027/83. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, Linke und die FDP. Wer ist dagegen? Die AfD mit dieser Mehrheit beschlossen. So, meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Tagesordnung. Ich weise noch darauf hin, dass der Haushaltsausschuss, Wolfgang Decke, unter deiner bewährten Führung jetzt im Raum 501a hoffentlich zügig tagt. Und, meine Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, Sie alle morgen wieder hier begrüßen zu können. Es ist immer wieder schön, ein Erlebnis mit Ihnen. Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.